So, da sind wir wieder. Voller Enthusiasmus, weil wir wieder zurück müssen in die Psychotronik. Was für ein ist das? Ja, aber bitte. Ist halt so, müssen wir so machen. Bleibt uns gar nichts anderes über. Wir können uns so und so nichts jetzt an Änderungen da versprechen. Wir sind schon mal froh, wenn das Spiel bis zum Schluss noch durchhält, nachdem es so herumzickt und backt teilweise. Ich meine, ich beschwere mich nicht, ist eh zu meinem Vorteil, aber trotzdem. Ja. So, mehrere Ziele. Wir schauen jetzt einmal auf die Map. Wir müssen die Psychotronik. Das heißt, wir gehen hier mal auf Ziele. Jage Dahls Techniker im Psychotronik-Bereich. So. Auf der Karte ansehen. Die Psychotronik ist da. Und wo sind wir? Wo sind wir? Na, servus. Das heißt, wir müssen die Psychotronik grenzt da an die Guts an. Oder über die Lobby kommen wir in die Psychotronik. Das heißt, wir müssen Arboretum mit dem Lift hinunter in die Lobby wieder. Da werden sie wahrscheinlich wieder vermehrt auf uns warten. Ja, wir kennen das Spielchen ja schon. Ein. Laufe wieder zu Punkt A, zu Punkt B, zu Punkt C, zu Punkt D. Ja. Und laufe so lang und laufe, bis du stirbst. Und du ausgelaufen bist. Ja. Eigentlich sollte das eh schon alles im Speicher haben. Meine Operationen sind als Personalkosten in der Transtar-Buchhaltung getarnt. Tja, ich löse Personalprobleme. Ihre Kollegen, die sich im Frachtraum verstecken, werden in wenigen Minuten ersticken. Vielleicht können Sie sie retten, aber dafür müssen Sie Ihr Loch verlassen, Ratte. Lebenserhaltung. Die Uhr tickt. Wieder einmal falsch. Morgen. Dahl hat den Sauerstoff zum Frachtraum abgedreht. Mir sind hier die Hände gebunden und die Türen reagieren nicht. Die Atmosphärenkontrolle ist in der Lebenserhaltung. Wenn Sie helfen können, dann schnell. Oder Sie hören mich zum letzten Mal. Miss Alazar hat zu Recht Angst, obwohl ihre Einschätzung falsch ist. Dahl manipuliert das Sauerstoff-Stickstoff-Verhältnis. Wenn Stickstoff ausströmt, werden alle im Frachtraum wesentlich schneller sterben, als wenn er nur den Sauerstoff abgedreht hätte. Ich schätze, sie wären schon tot, wenn Dahl nicht versuchen würde, sie zu manipulieren. Sauerstoff-Fluss-Kontrollraum. Wir können doch die nicht sterben lassen, oder? Ach du Scheiße. Immer wieder neue Kacke, die da... Lebenserhaltung. Ich weiß nicht, warum ich niemanden erreiche, aber ich bin manövrierunfähig. Ich wiederhole, kein Antrieb. Ich treibe. Verdammt, Thief, gehen Sie an Ihr Transcribe. Gut. Mist. Ich sehe in der Kabine nach. Ja, bitte macht es. Ich renne dabei durch die ganze Raumstation und krieg alle 5 Minuten einen weiteren Auftrag, der wieder sagt, renn dorthin und renn daher und mach das und mach das und renn dorthin und daher und mach das und mach das. Lähmend. Rauszögern des Spiels, weil ich einfach anscheinend keine Storyline habe. So, wahrscheinlich haben wir da wieder Besuch am Mars. Meine Waffe ist auch schon wieder weg. Wieso hat er mir meine Waffe jetzt aus der Hand genommen? Doch nicht egal, neue Mitarbeiter. Ihr Vater wäre enttäuscht. Oder vielleicht wollen sie mich unbedingt töten. Das Schnauze. Macht es mir sehr leicht. Tötet so, sie. Wo ist denn da jetzt der Punkt? Kontrollraum. Waren da gerade Akten jetzt, oder? Ach Gott. Steuerung, hallo? Unterwesten hält Stand, das gehen wir schon zum 1428. Mal.
mehrere Ziele. Warum schickt er mich jetzt wieder hinaus? Ich muss doch in den Sauerstoffkontrollraum. Irgendwie komme ich aber nicht durch, da sind überall Mauern und Wände. Dann müssen wir wahrscheinlich eh da nach unten. Naja, spaßig, spaßig. So, der ist einmal erledigt. Machen wir ein bisschen schnell, weil jetzt gibt's schon. Jetzt wird schon ein bisschen langweilig mit der Zeit. So, Locker Room, da weiß ich nicht. Atmospheric Control, da schaut's gut aus. Ja, der nimmt uns einiges an Leben weg. Operator nähert sich. Komm, untersuchen. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Danke. Fertig. Wenigstens ein brauchbarer Kollege da. Soll ich noch dazu sagen. Es ist jetzt so, dass man sie durch das Spiel quält, weil Spaß macht im Moment gar keinen mehr. Zumindest geht es mir so. Sie sind Ihnen wohl doch nicht egal. Vor allem wäre ich da jedes Mal geschickt irgendwo 55 Meter, wo eine Mauer ist, da kommt man eigentlich nicht wirklich durch. Man muss irgendwie da 30 Mal herum und dann sind die Monster alle wieder da. Da wieder die falsche Waffe in der Hand. Anzug wurde beschädigt. Ja, ich weiß es eh, dass mein Anzug beschädigt ist. Diese Dinger halten schon urviel aus, also das ist unglaublich.
So. Wo ist denn der Sauerstofffluss? 15 Meter. Operator nähert sich. Casper. Ich höre Sie. Wie ist die Lage im Frachtraum? Wird gehalten. Eine kleine Gruppe Überlebender ist noch vor Ort. Sauerstoff fast erschöpft. Ich erwarte augenblicklich bewusst. Ja, da schaust, gell? Wenn es auf einmal repariert ist. Das ist Morgen. Hier kommt Luft rein. Super! Ich schieße eine Viertelstunde auf den, der schießt dreimal auf mich und ich bin hin. Also... Da war was! Ja, klar! Der Superhero! Halt Schläge mit einem Schraubenschlüssel aus. Ja bitte, was ist denn jetzt? Gibt's das? Ihr Geh bitte! Also jetzt, da rege ich mich schon wirklich über das Spiel auf. Also das ist ja ein Dreck, bitte. Wie ist denn das eingefallen? Dass wir 15.000 Mal mit dem Schraubenschlüssel den am Schädel hauen, der steht auf, ich war nix wahr. Und er schießt zweimal und wir sind tot. Also bitte. Was ist denn das für ein Dreck? Echt. Also jetzt bin ich schon manchmal froh, wenn wir das Spiel endlich hinter uns haben. Wirklich. Das ist jetzt schon eine Strafe, das zum Spielen. Das ist unglaublich. Es ist so ärgerlich, der Schaß. Das Klicken geht auch jedes zehnte Mal nicht. Sie sind erledigt. Bitte, 100 Mal muss ich da jetzt hinhauen? Das ist ein Wahnsinn. Was für ein Scheißkampf, echt. Morgen. Fast keine Luft mehr. Machen Sie diesen Irren fertig. Ohne Dahl kommen wir von der Station nicht weg. Wir sind hier gefangen. Morgen. Hier kommt Luft rein. Ich kann atmen. Dahl. Hoffentlich nicht mehr. Danke. Total atmet nimmer mehr. Wenn ich hier noch länger. Egal, Elisa over. Sackratte blöde. So. Ist er wieder zurück. Den ganzen Furz. So. Jetzt hätte ich fast den guten Roboter eliminiert. So, wir müssen... Da wieder retour, was sind das für Geräusche da? Ja, sorry für den Ausraster vorher, aber wirklich, das ist ja... Das ist ein Wahnsinn. Wie oft ich schon überlegt habe, ob ich den Stream Braid 2 überhaupt löschend rausnehme, den kompletten, aber es ist schade um die ersten Folgen und vor allem will ich euch das nicht antun, weil jeder von euch wartet natürlich jetzt, wie die Story ausgeht und wie das Ende ausgeht. Aber wirklich, es ist schon eine Quälerei, dort hinzukommen zum Ende, ja. Wie ein Albtraum ohne Ende. Never ending Albtraum. So, dass jedes Mal nach dem Aussteigen meine Waffen weg ist, ist auch sehr komisch. So.
So, wo muss ich denn hin? Selbstzerstörungsschlüssel. Aber warte mal, das trifft sich gut. So. Haben wir die Scharotten, können wir alles übertragen. Was ist denn das? 9mm Munition? Nein, das übertragen wir nicht. Das heben wir auf. Was haben wir denn sonst noch da? Eigentlich nichts doppelt. Oh ja, die haben wir doppelt. Die haben wir da noch einmal. Disruptor-Batterien. Okay. Nicht viel gewesen. Für das, was wir da müssen, haben wir gut. Aber da haben wir keinen 3D-Drucker. So, dann schauen wir mal. Wo muss ich denn? Selbstzerstörungsschlüssel. Selbstzerstörungsschlüssel. Haben wir, wo ist denn jetzt eigentlich die nächste Mission? Wir haben doch bei Zielen noch gehabt. Repo Man, Jagetalstechniker. Auf der Karte ansehen. Wieso ist der jetzt auf einmal nimmer mehr? Jetzt habe ich nur meinen Selbstzerstörungsschlüssel und das zweite Target habe ich nicht mehr. Da ist der schon da. Geht's da zur Psychotronik? Bin ich da richtig bei der Psychotronik? Wo geht's denn da hin? Psychotronik, wow! Ich schaffe einmal was auf Anhieb zu finden. Wahnsinn, in diesem Labyrinth. Schon verblüffend, ja, die Ladeszenen dazwischen, weiß ich nicht, ob die notwendig, die hätten wir auch so einbauen können, dass man eigentlich, während man sich schon dem Endziel näher, der vielleicht den ersten Teil im Hintergrund ladet. Bei den heutigen Maschinen sollte das eigentlich nicht wirklich ein Problem sein. Ne? Hat eh da schon mehr Speicherkapazität in sein Handy als sonst irgendwo. So. Wo zeigst du jetzt an? Ja, du zeigst noch wieder, musst du nach hintere, aber das nutzt mir nichts. Psychotronik. Sicherheitsstation. Security. Security Check Scan online. Hinter dem eisernen Vorhang, das kennen wir auch schon mittlerweile. Security Check online. Glaube ja. Dachte ich mir, dass da wieder Freunde herumrennen. Ein Respawn in den vergangenen Räumen ist doch tagtäglich. Oh, der Sternenbeugerzyklus Band 3, eine Lieferung durch Zeit und Raum. Der Trevor treibt im All, laut der letzten Folge. Trevor Pulsar ließ den Antrieb der Talon auf Hochtouren laufen und betete zu Zlower, dass er die Lücke im Asteroidenfeld erreichen würde, bevor die Mordrax-Räuber ihn einholen würden. Er hatte dringende Angelegenheiten für Kaiserin Turmalin zu erledigen. Ach, das ist eine alte Folge. Also keine Ahnung. Wissenschaft. Atrium muss ich nicht hin. Ich muss in die...
toll. Jetzt hänge ich in der Map fest. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Super. Ich hänge in der Map fest. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Also ich würde mal sagen, das Spiel ist bei Gott nicht fertig, als es ausgeliefert wurde. Und Patch ist bis jetzt auch noch keiner nachgekommen. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie. So, wir werden da jetzt einmal Spiel speichern sagen. Werden jetzt einmal das vorletzte nehmen. So. Bestätigen. Techniker. So, tut mir furchtbar leid. Ich muss jetzt nochmal sagen, Spiel laden. Psychotronic bestätigen und hoffen, dass es so funktioniert, weil sonst komme ich nicht mehr runter von da oben. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Nein! Das ist doch das Dümmste, oder? So kann ich nicht runter. Kann mir nicht bücken, gar nichts. So, pass auf. Spiel laden. Wir haben da zweimal Psychotronic. Vielleicht ist es vom Betreten der Psychotronic. Ach Gott. Dieses Spiel kostet meinen letzten Nerv. Ja, okay. Das ist, als wir die Psychotronic betreten haben. So, wo ist denn der Koffer jetzt in der Psychotronik eigentlich? Security war mal alles. Ich muss nur aufpassen, dass nicht wieder derselbe Fehler passiert. Wir werden jetzt gleichzeitig da mal... Fly recycling. Dr. Yu. Ja, ich bin's. Decontamination. Cleaning Room. Also. Weitere Proben benötigt. Trinkt er da aus der Toilette, der Wahnsinnige, oder was? Pfui, Gack. Da waren wir ja schon herunten. Also irgendwie... Irgendwie ist da jetzt nichts. Den haben wir schon durchsucht. In der Psychotronik, also der Techniker vom Tal, der ist da nicht. Also ich finde den da jetzt nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo der sein sollte da. Er zeigt mir komischerweise kann zeigt man nur den Selbstzerstörungsschlüssel an. Ich meine, ich könnte jetzt nochmal
sind wir da Duncan? Atrium, schauen wir nochmal ins Atrium. Schnell durchrennen, bevor ich wieder in der Decken hängen bleibe. Sie wollen nicht uns leben. Sie sind eine Krankheit. Bin ich froh, zumindest, dass ich so einen Park habe, dass mir da keine Muni ausgeht. Die Geräusche sind auch alles andere als angenehm. Warnung! Containment, bitte warten. Zumindest haben wir jetzt die Geräte, die wir brauchen. Also recycelt haben wir schon alles. Das heißt, das machen wir jetzt über den, nachdem ich da... Wann ist das? Herrlich, herrlich, herrlich. Nachdem der Verbrauch meiner kompletten Waffenartillerie irgendwie nicht nach unten gezählt wird, ist mir das bei dem Spiel jetzt da ehrlich gesagt egal. Normalerweise würde ich den Fehler suchen, extrem suchen, weil das ist eigentlich jetzt nicht wirklich ein spannendes Zocken, aber ich glaube, wir sind uns einig, der Spannungsfaktor bei dem Spiel ist lang schon vorbei. Der ist schon lang vorbei, wir sind im Bereich des Ertrages noch oder Ertrages nicht mehr lang, aber schauen wir mal. So, gleich nach einer Pause geht es gleich wieder weiter.